Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich vor Start von Season 6, wenn Rampart dann erscheint, nochmal ein extra Video über ihre Fähigkeiten mache, die Stand jetzt geleakt wurden. Die meisten werden definitiv so eintreffen, wie ich es auch schon mal berichtet habe. Zwei der Fähigkeiten sieht man auch im Trailer, das werde ich dann auch einblenden. Natürlich wird es zum Start von Season 6 zwei, drei Tage danach noch einen extra Rampart-Guide geben, wo ich euch dann die ganzen Fähigkeiten nochmal im Detail zeige, wahrscheinlich das meiste im Trainingsgelände, so ein bisschen zeige, wie das funktioniert, welche Situationen ganz gut für die Fähigkeiten werden, vor allem auch die Cooldown-Zeiten, die sehr interessant sind. Wir starten jetzt direkt mal mit der ersten Fähigkeit, das ist die verstärkte Deckung. Baue eine Barrikade, ich blende es euch auch ein, ist nämlich im Trailer zu sehen. Baue eine Barrikade mit einem extra Schutzschild. Aus diesem Schutzschild können wir hinausschießen. Eingehende feindliche Schüsse können aber nicht durch das Schild durch und werden sozusagen geblockt. Und das nächste, was an dem Schild auch noch geil ist, ausgehende Schüsse werden verstärkt. Wie doll dann eine Kugel vielleicht pro Waffe mehr Schaden macht, ist natürlich bis jetzt unbekannt. Auf jeden Fall sollen ausgehende Schüsse verstärkt werden. Und eins ist sehr interessant. Es gibt jetzt noch drei passiv eingetragene Fähigkeiten. Eine davon nennt sich, wie die sich nennt, habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Aber es heißt wohl, dass ich aus einer Deckung raus verstärkte Schüsse abgebe. Ich glaube, Stand jetzt, dass das mit zur taktischen Fähigkeit zu der Barrikade gehört, wenn ich aus diesem Schutzschild hinausschieße. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn ich hinter einer Mauer bin, quasi einer Deckung, und da so ein bisschen rausgucke, im Headglitch stecke und dann da auch verstärkte Schüsse raushaue. Könnte aber sein, vielleicht interpretiere ich das falsch, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr finster. Das ist eine von drei passiven eingetragenen Fähigkeiten. Was auch noch übrigens sehr interessant wäre, was ist, wenn ich so eine Barrikade aufstelle und Feinde dann hinter diese Barrikade kommen. Ich gehe natürlich auch hier davon aus, weil der Totem, wenn ich einen Totem stelle, kann auch ein Feind den benutzen oder auch den der Watson-Mast nützt mir als Feind auch was oder der Loba-Shop, den kann ich als Feind ja auch benutzen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wenn ich als Feind hinter einer Barrikade von einem Gegner stecke, dass dann die Schüsse natürlich auch verstärkt werden. Sollte völlig klar sein. Kommen wir zu den anderen zwei passiven Fähigkeiten. Die eine nennt sich Gunner. Erhöhtes Magazin. Also du hast jetzt schon ein größeres Magazin bei LMGs. Die Spitfire, die Devotion und die Elster. Jetzt wird es interessant, was die Devotion betrifft. Die Devotion ist aktuell eine goldene Waffe und das Gerücht geht auch rum, dass es vielleicht statt der Peacekeeper die Devotion trifft, die wieder eine Standardwaffe wird. Und dort haben wir dann ein größeres Magazin. Die erweiterten Magazine für die Energiewaffen sind ja rausgeflogen. Und es könnte dann sein, dass wir mit der Devotion, falls sie eine Standardwaffe wird, wieder ein größeres Magazin haben. Und die Spitfire und die Elster haben dann so oder so ein erweitertes Magazin oder ein größeres Magazin. Da bin ich dann gespannt, was passiert, wenn ich ein weißes, blaues oder lila Magazin aufhebe. Ob das dann gestapelt wird, das wird sehr, sehr interessant. Und ich habe eine höhere Nachladegeschwindigkeit für die LMGs. Auch sehr interessant. Und die andere passive Fähigkeit nennt sich Fixer. Wenn ich in den Nahkampf gehe, das heißt, wenn ich wahrscheinlich die Waffe wegstecke, kann ich freundliche Strukturen reparieren. Mehr wird da nicht beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass ich zum Beispiel den Watson-Mast, wenn der zerstört wurde, wieder reparieren kann. Oder einen Elektrozaun von Watson. Vielleicht kann ich sogar ein Totem von Revenant wieder reparieren. Oder den Shop von Loba wieder reparieren. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Was davon nicht betroffen sein wird, wird wahrscheinlich die Caustic-Falle zum Beispiel sein oder die Lifeline-Drohne, wenn ich ein Teammate wieder aufhebe. Sowas macht für mich, denke ich, keinen Sinn, dass ich das wieder reparieren kann. Kommen wir jetzt zur ultimativen Fähigkeit. Das ist das stationäre LMG Sheila genannt. Sehr interessant. Du kannst ein LMG überall platzieren, ein stationäres LMG. Es kann jeder benutzen, wahrscheinlich dann logischerweise auch die Gegner, davon gehe ich einfach mal aus. Hat eine sehr hohe Nachladegeschwindigkeit, dafür aber eine enorm hohe Munitionskapazität. Und hier muss ich mich nochmal berichtigen, in einer der letzten Videos habe ich über dieses oder über diese Fähigkeit gesprochen und habe behauptet, das war von mir eine Verwechslung, dass ich schwere Munition dabei habe oder haben muss, damit ich das Ding benutzen kann. Fehler vom Amt, ich habe schon zweimal ein Video darüber gemacht,
Die Videos trennen ungefähr ein Dreivierteljahr. Da hat sich nämlich einiges getan. Und zwar die zukünftigen Legenden, die wir in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich noch erwarten können. Ich blende euch das Video gerne nochmal ein. Dort kommt Rampart gleich als allererstes. Und dort gibt es eine Legende, die nennt sich Husaria. Und dort brauchst du Shotgun-Munition im Inventar. Und wenn du da nämlich einen Nahkampfangriff machst, dann trittst du zu und machst zeitgleich einen Shotgun-Schuss aus deinem Fuß. Ich glaube, der hat irgendwie so eine Art Shotgun oder sowas an seinem Bein befestigt. Eine extrem interessante Fähigkeit. Wer das Video noch nicht kennt, es lohnt sich da mal reinzusehen und zu schauen, was uns in den nächsten Jahren in Apex Legends, was die Legenden betrifft, auf jeden Fall noch so erwarten wird. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, gerade jetzt zum Start von Season 6. Es wird natürlich wieder, wie gesagt, ein Rampart Guide geben. Es wird ein Patch Note Video geben, wo ich darüber rede, was sich in Season 6 alles geändert hat. Ein Battle Pass Video und so weiter. Und so fort. Ich bin sehr, sehr gespannt. Morgen startet das Always Be Closing Event, wenn ihr jetzt zum Start von diesem Video am Montag noch reinschaut. Ich werde, denke ich, streamen so gegen 17, 18 Uhr. Spätestens werde ich in das Event rein streamen. Und natürlich werde ich, wie in jeder anderen Season, wenn es einen Seasonwechsel gibt, wieder in die neue Season hinein streamen. Ich denke mal, Start am 18. August gegen 17, spätestens 18 Uhr werde ich den Stream starten und werde maximal so bis 21, 21.30 Uhr euch ein bisschen was zu Season 6 schon zeigen, bevor dann die ganzen Informationsvideos zu Season 6 starten. Das war's von mir jetzt. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Start in die neue Woche. Viel Spaß morgen bei dem neuen Event. Vielleicht kommt der ein oder andere ja zu meinem Livestream dazu. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.